Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden 2. Wir wurden erwischt, wir sind im Gefängnis mit unserer Zielschwester. Muss ich nochmal nachgucken. Naja, wir gaben unser Bestes, aber warum glauben Sie, dass ihr Spione seid? Ich erzähle es dir. Du. Captain. Eindrucksvoll, wie ihr den Sprung in den Fluss überlebt habt. Was haben sie gemacht? Was war das mit dem Angriff des Status? Wer war der Mann? Tut mir leid, Kommi, Joey. Der Mann war Prinz Luca Blight von Highland, der einen großen Ehrgeiz hat. Und ich bin auch ehrgeizig. Prinz? Warum wurde einer aus dem Königshaus... Luca Blight brauchte ein Opfer, um seine Ziele zu erreichen. Die königliche Highland-Jugendbrigade wurde vom Staat getötet. Das wird ausreichen, das Volk aufzubringen. Also, was meinst du, Mädchen? Sind diese Monster vom Stadtstaat nicht ganz schrecklich? Wenn ich gewusst hätte, dass Kommi und Joey vom Staat getötet wurden, ich hätte ihnen niemals vergeben, aber ich wusste es nicht. Genau, aber wenn es niemand herausfindet, wird eine Lüge zur Wahrheit. Prinz Luca muss das Volk aufstacheln, um seine Pläne zu erreichen. Und ich habe auch große Pläne. Ich will nicht mein ganzes Leben lang Captain einer Gruppe von Kindern sein. Ich möchte einen Job, wo ich wirklich reich werde. Darum müsst ihr beide als verräterische Spione sterben. Die Wahrheit und was wirklich geschah, wird mit euch sterben. Du kannst das nicht tun! Dafür hast du alle meine Freunde getötet? Raubtest ihnen ihr Leben? Vergib mir, mehr kann ich nicht sagen. Nun, jetzt ist es Zeit. Zeit wofür? Captain Rout, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nun, ihr beiden, es wird ein schmerzhafter Tod, auch für die kleine Dame. Aber nicht mein Eichhörnchen. Ihr könnt euch nicht gegen euer Schicksal stellen. Verdammt, er darf nicht davonkommen. Was soll das Geschrei? Hier drüben. Sie haben einige Spione des Staates gefasst. Sie führen sie zum Galgen. Verstehe. Sie sind doch nur Kinder. Wie können sie denn Spione sein? Ich bin unschuldig. Wie kannst du es wagen? Wie viele Leben wurden wegen eures Verrates ausgelöscht? Ruhe. Prinzessin. Prinzessin. Nun, dann hör bitte genau zu. Kommi und ich haben dieses Land nicht betrogen. Das Land hat uns betrogen. Ich werde das nie vergeben können. Ich kann es nicht. Was hast du gesagt? Was glaubst du denn, mit wem du redest? Ist schon gut. Lass ihn reden. Schließlich hat er nicht mehr lange zu leben. Das hätte besser laufen können, ne? Dies ist die Strafe für den Verrat an deinem Vaterland, Highland. Und dafür, dass ihr die Ehre der Unicorn-Brigade beschmutzt habt. Habt ihr noch etwas zu sagen? Was für ein Dreckskerl. Gut, ihr habt den Tod verdient. Seht euch den Sonnenuntergang an. Es ist der letzte Sonnenuntergang, den ihr sehen werdet. Ja, jetzt haben wir, ne, Part 1 Massenmord. Part 2 Sklavenarbeit. Part 3, ganz normaler Bosskampf. Part 4, Exekution. Läuft gut.
Nun, für mich ist es nur ein weiterer Sonnenuntergang. Obwohl ich glaube, dass sich auch mein Leben nach diesem Sonnenuntergang verändern wird. Bis jetzt war ich gezwungen, Babysitter für ein paar Kinder zu sein. Aber meine Pechsträhne ist jetzt zu Ende. Mit diesem Erfolg ist meine Zukunft gesichert. Bald werde ich ein wirklicher Captain in diesem Gebiet sein. Was? Ich hoffe, das war der beste Sonnenuntergang, den du je gesehen hast, weil deine ganzen Männer drumherum alle tot. Zu schade, aber es sieht so aus, dass dein Weg zum Erfolg gerade in eine Umleitung gemündet hat. So. Ha! Endlich haben wir euch gefangen. Ich hoffe, dass wir nichts Wichtiges unterbrochen haben. Ihr hättet nicht einfach so davonlaufen sollen, ich war so überrascht. Warum? Was? Ihr habt es immer noch nicht kapiert. Ihr beiden wart meine Gefangenen. Ich kann euch nicht einfach so davonkommen lassen. Dieser Typ ist wirklich eine Landplage. Vielleicht. Paul kam und bat mich, die Kastanien für euch aus dem Feuer zu holen. Guter alter Paul. Warte einen Augenblick. Warte, verdammt, und wie der laufen kann. Vor einigen Jahren hätte ich ihn noch geschnappt. Warte einen Augenblick. Nanami, meine Freundin wird in der Zelle gefangen gehalten. Wir können sie nicht zurücklassen. Ja, gehen wir und retten Nanami. Natürlich, Komi. Ich verstehe, das wird bestimmt lustig. In letzter Zeit ist mein Körper wie Blei gewesen. Was sollen wir nur mit dir machen? Du hast die Angewohnheit, deine Nase in Sachen zu stecken, die dich nichts angehen. Joey tritt der Gruppe bei, sehr gut. Victor tritt der Gruppe bei, goddammit, Level 20? Aber nicht mehr das, wie ist das nochmal? Sterndrachenschwert oder so ähnlich. Und Flick, Level 20, immer noch mit Odessa Plus. Formation ändern? Ja, das ist relativ wichtig, weil, ne, Flick auch wieder nur kurz, ne, Victor kurz. Das solltet ihr jedes Mal, wenn ihr gefragt werdet, selbst wenn es nicht wichtig ist, immer wieder ändern. Okay, Flick, Joey, Komi, gehen wir. Greift nicht nach vorn an. Ich glaube, das soll einfach heißen, er soll nicht direkt nach vorn angreifen, nach dem Motto, ne, reinstürmen, aber naja. Ich warne dich, aus dem Weg. Ich muss Komi und Joey retten. Dass sie das Eichhörnchen immer noch dabei hat. Ah, jetzt bin ich wirklich böse. Im Namen von Großvater Gengaku, hier ist sein Geheimnis. Goldener Vogel, heilige Blume, Drachenzahn und Ruhmestrank. Eichhörnchen-Post auch, finde ich gut. Was soll das? Warte, okay, haltet aus, Komi Joey, ich komme, um euch zu retten. Eichhörnchen so, ja, passt. Ja. Wartet mal einen Augenblick, Komi und Joey? Was macht ihr denn hier? Sie wollten euch doch hinrichten. Wir kamen, um euch zu retten. Hä, was? Ihr macht mir ja Spaß, ich wollte euch denn auch retten. Wir wollten uns alle gegenseitig retten. Haha, witzig. Übrigens, was hast du da gerade gemacht? Was? Oh, kümmere dich nicht darum. Nur weg von hier. Nanami tritt auch der Gruppe bei. Da sie ein M ist, kann sie ruhig hinten bleiben. Mumuku ist große Reichweite, aber da er wenig HP hat, ist es sowieso ganz gut, dass er hinten steht. Ab geht's. Das war einfach. Nur noch hier raus. Wo ich das gerade so sehe, dass da ein Schmied ist, kann ich hier tatsächlich was... Ist das kein Schmied? Ja. Vielleicht ist es auch ein Zeichen für eine Bäckerei gewesen, wird. Es ist eine Laterne gewesen, so. Ich weiß nicht, ich bitte mir schon Schmiedehammer und Amboss ein. Oh, hallo. Nee, euch suche ich nicht. Das ist jedenfalls das Innen, aber es ist keine Schmiede. Ah, Mann, ey.
Hey, warte mal einen Augenblick. Tommy, Joey, ob wir wohl jemals hierher zurückkommen? Nur eines Tages kommen wir bestimmt zurück. Glaubst du das? Du hast recht. Wir verabschieden uns also nur für eine Weile. Hey, lass uns einfach gehen und seht dich zurück. Naja, und jetzt muss ich, glaube ich, tatsächlich den ganzen Weg zurücklatschen zum Fort, wenn ich mich nicht irre. Von daher mache ich hier einen kleinen Cut, das tue ich euch nicht nochmal an und wir sehen uns dann draußen wieder. Teleportation wäre gut.